Hallo Leute, was geht? Zocki wieder für euch am Start. Heute zeige ich euch, wie ihr richtig viel Geld machen könnt. Ich befinde mich in Rattay. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, wo sich Rattay befindet, das zeige ich euch mal kurz auf der Karte. Also, ich befinde mich genau hier. Das ist die erste Stadt nach dem Prolog. Das heißt, ihr seid am Anfang dann in Scarlet und dann seid ihr irgendwann mal in Tallenberg. Und das ist dann die erste große wirkliche Stadt, wo ihr euch befindet nach Tallenberg, nach dem Prolog natürlich. Und jo, was ich jetzt mache, ihr könnt euch entweder zu diesem Waffenschmied begeben oder zu diesem Rüstungsschmied. Und ihr kauft ihn das ganze Zeug ab. Jetzt fragt ihr euch sicher, was hat es denn für einen Sinn? Also ich werde ihn das ganze Zeug abkaufen. Und werde dann in seine Händlertruhe gehen und mir mein Geld wieder zurückholen. Das heißt, er schenkt mir quasi seine Sachen. Das könnt ihr genauso mit dem Rüstungsschmied auch machen. Und Bleib dann auf gehen wir zu Abstand. einem der Was Müller denken die Leute, wenn sie mich mit einem Bettler wie dir sehen? und verkaufen die ganzen Sachen. Das heißt, wir kaufen jetzt erstmal die ganzen Sachen. Unser Ruf ist nicht sonderlich gut, weil wir waren leider im Kerker. Aber das macht nichts. Also ihr kauft jetzt erstmal die ganzen Sachen. So. Prüfen wir den Warenkorb. Wir können noch ein bisschen fälschen. Das heißt, wir geben ihnen ein bisschen mehr Geld, dass unser Ruf ein bisschen steigt. Ihr müsst es natürlich nicht machen. Versuchen wir. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke. Tausend Dank. So, was ich jetzt mache, ich nehme das ganze Zeug und packe es in das Inventar von meinem Pferd, weil sonst können wir nicht laufen. So, jetzt begebe ich mich hier hinters Haus. Ihr könnt schauen, ob diese Tür hier offen ist. Wenn sie offen ist, noch besser, weil sonst müsst ihr hier oben diese Tür aufschließen. Die ist sehr schwer und dann könnt ihr durch diese Tür hier hinten durch. Dann kommt ihr genau hier unten raus bei dieser Treppe. Was ich jetzt mache, ich nehme meine komplette Rüstung runter. Dann bewegen wir uns in Stealth-Modus, das heißt, wir sind leiser. So, alles ist unten. Wir müssen jetzt langsam in diesen Händlerraum rein. Also der befindet sich genau hier. Wir müssen aufpassen, dass uns keiner sieht. Machen diese Händlerkiste auf und da sind unsere Groschen, die wir ihnen gegeben haben. Das heißt, wir haben die ganzen Sachen umsonst bekommen. Was wir jetzt machen, ich zeige euch nochmal kurz, wie das bei dem Rüstungsschmied abläuft. Es läuft genauso ab. Ihr könnt nochmal zu ihnen hier hingehen. Reden mit ihnen. Gelobt sei Jesus Christus. Lass uns handeln. Und wir nehmen, also wir kaufen jetzt auch sein Zeug ein. Also genug Geld haben wir ja dafür. Also braucht natürlich ein bisschen Startkapital. Ich habe mir das auch so hier erwirtschaftet, diese 75.000, die ich jetzt momentan habe. Das ist eigentlich irrelevant, wie viel Geld die ihr ausgibt.
weil ihr holt euch, er schenkt euch das im Endeffekt und ihr verkauft es dann quasi an die ganzen Müller. Ihr werdet dann sehen, worum sich das Ganze dreht. Also wir kaufen jetzt erstmal auch sein Zeug ein. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal, sonst können wir wirklich nichts mehr tragen. Wir prüfen den Warenkorb und fälschen auch ein bisschen, weil ich will, dass mein Ruf steigt. Ihr müsst es Reden natürlich wir über nicht den machen. Preis. Nun. Hier. Danke. Tausend. So. Was ich jetzt mache, ich nehme wieder das ganze Zeug und gebe es meinem Pferd, sonst bewegen wir uns langsamer. Das Pferd kann nicht mehr tragen, das ist aber kein Problem. Jetzt müssen wir nämlich hier hinters Haus. Weil wir wollen uns ja natürlich unser Geld zurückholen. Das Schloss ist hier auch wieder auf sehr schwer. Also ihr müsst euer Schlossknackenfähigkeiten hochleveln, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn euch der Punkt nicht passt, könnt ihr einfach aufstehen und es neu probieren. Da positioniert sich der Punkt wieder neu. Also der befindet sich nicht wieder an derselben Stelle. So. Und seine Sachen befindet sich in diesem Raum, also ihr geht gleich rechts. Ihr schließt am besten die Tür, falls irgendjemand hochkommt, dass er euch nicht sieht. Wie gesagt, wenn euch der Punkt nicht passt, dann müsst ihr aufstehen und euch neu orientieren. Oh Leute. Das ist immer noch natürlich eine Qual, mit dem Controller das Ganze aufzumachen. So. Und da befinden sich unsere Groschen, 47.000. Und die nehmen wir auch. So. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen zum einen der Müller. Ihr könnt natürlich das Ganze beim Müller Peschek machen oder bei dem Müller Wojciech. Die befinden sich genau hier.
Also wir haben einmal hier den Müller-Peschek, der befindet sich genau da. Und dann haben wir einmal den Müller-Wojciech, der befindet sich genau hier. Ich gehe zu denen. Ihr werdet doch sehen, warum. Weil bei ihnen ist es ein bisschen einfacher. Wie ihr seht, ich habe mein ganzes Geld, die 77.000. Also ich habe keinen Verlust gemacht. Absolut nicht. Ich habe jetzt quasi die ganzen Sachen umsonst bekommen. Und die werde ich jetzt alle verkaufen. Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Ihr wisst selber, dass die Spargel für Händler den nie Gaumen so viel und Geld bei Pflaumen sich für den haben. Ächzen und Aber es Gaumen. gibt eine Möglichkeit, mehr aus diesen ganzen rauszuholen. Das zeige ich euch jetzt. Wir machen uns mal auf den Weg zu dem Müller-Wojciech. So, da wären wir. Wir verkaufen jetzt die ganzen Sachen an den Müller. Also alles, was ihr da genommen habt, an ihn verkaufen. Das ist egal, ob er Geld hat oder nicht. Wir nehmen natürlich auch das ganze Zeug vom Inventar raus. So, und wir nehmen jetzt unser ganzes Zeug und geben es den, verkaufen es Gott den sei Dank. Müller. Ich habe hier Dinge, die. Aha. So, erstmal die ganzen Waffen. Und jetzt die ganze Rüstung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Zeug verkaufen.
So, das war's eigentlich. Jetzt haben wir hier 18.588 Groschen, also 0,8 Groschen. Und wir prüfen jetzt unseren Warenkorb. Vermögen des Händlers liegt jetzt gerade momentan bei 500. Das ist aber kein Problem. Wir schließen den Handel ab. Auch wenn er das nötige Geld dafür nicht hat. Besprechen wir den Preis. Ja. Hier. Danke. Tausend. So, was wir jetzt machen, wir warten bis 20 Uhr. Und werden uns dann hier schlafen legen. Werden dann noch einen Tag warten bis 20 Uhr, werden uns dann wieder schlafen legen. Weil wir müssen hier 2 Nächte bleiben, also 2 Tage, dass er Zeit hat, das ganze Zeug zu verkaufen. Also er braucht 2 Tage, um das ganze Zeug loszuwerden. Wahrscheinlich macht er ein bisschen mehr Geld raus, als wir im Verkauf. So. Jetzt werden wir uns hier schlafen legen. Also ihr könnt euch genau hier hinlegen. Schlafen wir gleich 12 Stunden. Und jetzt warten wir einfach hier noch einen weiteren Tag. Wieder bis 20 Uhr. Und schlafen weitere 12 Stunden. So, jetzt naschen wir noch ein bisschen was. Und jetzt müsste eigentlich, also
Hier ist das Haus von dem Müller und hier in dieser Hütte befindet sich seine Kiste. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Bis er aufgestanden ist. Also es sind so in dem Dreh so 2 Tage, bis er die Sachen verkauft hat. Aber er verkauft die wirklich. Ihr werdet es auch nachher sehen. Wir müssen wirklich warten, bis die Sachen weg sind. Schauen wir noch mal rein. Wir müssen noch ein bisschen warten. Falls es nicht klappen sollte, nach 2 Tagen müsst ihr euch ein wenig noch gedulden. Also legt euch noch einmal schlafen. Aber auf jeden Fall werden die Sachen weg sein. Er wird die verkauft haben. Manchmal braucht er weniger, manchmal braucht er länger. Je nachdem, glaube ich, wie der Müller lustig ist. Wie ihr seht, hat er die noch nicht verkauft bei mir. Das heißt, ich lege mich hier für eine weitere Nacht. Bis er die Sachen verkauft hat. So, den Rest werde ich abwarten. So, jetzt schauen wir nochmal in die Kiste rein. Er hat es noch nicht verkauft. Sollen wir noch ein bisschen warten.
doch toll. Also ihr müsst wirklich, bis es klappt, immer hier quasi schlafen. Oder ihr könnt in der Zwischenzeit was anderes machen. Also ich warte immer, bis er das ganze Zeug verkauft hat. Ich habe ihm jetzt wirklich eine Menge Zeug gegeben. Mit den Waffen geht es viel schneller, also wenn ihr nur Waffen oder Rüstungen verkauft. Jetzt schaue ich mal wieder zu der Kiste. Siehe da, er hat das ganze Zeug verkauft. Wir haben hier 17.848 Groschen. Und die nehme ich auch. Das heißt, ich habe die ganzen Groschen verdient. Nur mit Warten. Und jo, das ist eine ganz gute Methode, um Geld zu machen, Leute. Ihr habt es gesehen, am Anfang hatte ich 77.000, jetzt habe ich 95.000 Groschen. Und das ist wirklich eine der besten Methoden, um Geld zu machen. Ihr müsst wirklich geduldig sein, ihr habt es ja gesehen. Es passiert nicht immer innerhalb von 2 Tagen, wenn ihr ihm viel Zeug gibt. Wenn ihr ein wenig Zeug gibt, so wie zum Beispiel entweder nur die Rüstung von Rüstungsschmied oder die Waffen von Waffenschmied, dann verkauft er das innerhalb von 2 Tagen. Wenn ihr ihm so viel Zeug gibt wie ich, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, bis er das ganze Zeug verkauft hat. Aber ihr macht wirklich viel Gewinn und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, ein bisschen Groschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich unten kostenlos abonnieren. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach auf die Glocke drauf. Ich werde dann benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. In diesem Sinne sage ich ciao, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.